In Bayern ist es zum Start der groß angelegten Impfungen gegen das Coronavirus zu Pannen gekommen. In 7 Landkreisen in Oberfranken werden die ersten rund 1000 Dosen erst gar nicht verwendet, nachdem die Transportbox zeitweise nicht ausreichend gekühlt wurde. Obwohl der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech keine Bedenken gegen die Verwendung geäußert hatte, sei nach reiflicher Überlegung entschieden worden, die Charge zunächst nicht zu verimpfen, sagte der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner am Montag. Das Problem bei der gelieferten Charge ist, der Impfstoff darf ja laut BioNTech nicht wärmer als 8 Grad werden. Und in den Behälterboxen, das sind so temperaturlocker heißende Dinger, so ein kleines Gerät dabei, das die Temperatur aufzeichnet. Und es war halt in unserem Fall zum Beispiel bei 14 Grad, teilweise noch mehr in anderen oberfränkischen Landkreisen. Und damit bestanden Zweifel, ob die Kühlkette jederzeit eingehalten worden ist. Am Wochenende waren die ersten gut 150.000 Impfdosen auf die 16 Bundesländer verteilt worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits gewarnt, dass es zum Auftakt an der ein oder anderen Stelle ruckeln könne. Am Montag folgten weitere Lieferungen. Bis zum Donnerstag sollten 1,3 Millionen Dosen bereitgestellt werden. Jedem Geimpften sollen 2 Einheiten im Abstand von 3 Wochen gespritzt werden. Eine weitere Panne ereignete sich in Mecklenburg-Vorpommern. In einem Pflegeheim in Stralsund bekamen 8 Mitarbeiter eines Pflegeheims irrtümlich die 5-fache Dosis des BioNTech-Impfstoffs gespritzt, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag einräumte. Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus werden in Alten- und Pflegeheimen sowie auf Intensivstationen vorgenommen. In einem zweiten Schritt sollen dann die über 80-Jährigen eine Impfung erhalten. Die Jüngeren und die Gesünderen werden sich noch gedulden müssen, betonte Spahn.